Als Österreich Mitglied der EU geworden war, hatte diese bereits eine weitere Dimension der europäischen Integration vollzogen. Von der wirtschaftlichen Gemeinschaft zur politischen Union. Dieser Prozess muss in einem weltpolitischen Zusammenhang verstanden werden. Michail Gorbatschow bewirkte die Öffnung und den Umbau, die Erneuerung, Glasnost, Perestroika, der sowjetischen Politik, die in weiterer Folge den Zusammenbruch des Sowjetsystems einleitete. Bereits im August 1989 zerschnitt Alois Mock gemeinsam mit seinem ungarischen Kollegen Gia Horn den Stacheldrahtzaun zwischen Österreich und Ungarn, im Dezember desselben Jahres mit seinem tschechoslowakischen Kollegen Jiří Dienstbier. Die Pan-Europa-Bewegung veranstaltete das Pan-Europa-Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze. Tausende von DDR-Urlaubern ergriffen die Chance und flüchteten nach Österreich in den Westen im August 1989. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Die weiteren ehemaligen Ostblockstaaten folgten. Das System des Kommunismus war zusammengebrochen. Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erfolgte am 3. Oktober 1990 durch Unterzeichnung des 2+4-Vertrages. Frankreich unter François Mitterrand versuchte gegen die Wiedervereinigung aufzutreten, konnte sich nicht durchsetzen und setzte nun alles auf die europäische Karte. Um einer Vormacht Deutschlands innerhalb Europas entgegenwirken zu können, bedürfe es der Abgabe von politischer Souveränität an eine übergeordnete Instanz. Die politische Europäische Union war geboren, verbrieft im Vertrag von Maastricht. Ab diesem Zeitpunkt bestehen zwei Vertragswerke. Der Vertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EG-Vertrag, und der Vertrag der Politischen Union, EU-Vertrag. Diesem damals aktuellen Vertragswerk trat Österreich im Jahr 1995 bei. Also von der wirtschaftlichen Seite und von der Positionierung Österreichs hat uns das alles sehr geholfen. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat andere Bedingungen geschaffen, die wir als EU-Mitglied und auch aus der eigenen österreichischen Stärke heraus eigentlich sehr gut genutzt haben. Gorbatschow war sehr interessiert an entspannten Beziehungen zum Westen. Auch seine ganze Mannschaft um ihn herum hat sich mit dieser, war eigentlich von dieser Philosophie geprägt. Und wir hatten es damals relativ leicht in Gesprächen in Moskau zu erklären, dass wir mit dem Beitritt zur Europäischen Union natürlich nicht unsere Neutralität aufgeben. Und dass es bereits in der Europäischen Union, auch in der damaligen Europäischen Union, Staaten gibt wie Irland, die eine andere Form der Sicherheitspolitik verfolgen als andere EG-Staaten, die eben also NATO-Mitglieder waren. Also man hat hier sehr gut verstanden, dass es hier eine andere, dass es jetzt einen neuen Zugang gibt, und dass damit sozusagen die Grundprinzipien der österreichischen Neutralität nicht gefährdet sind. Und dann steht in seiner Schlussansprache Alois Mock auf als unser Verhandlungsführer und sagt, und in dieser Stunde möchte ich jetzt schon darauf drängen, so sehr wir uns freuen, dass man so bald wie möglich unsere Nachbarn aus Mittel- und Osteuropa als Mitglieder aufnimmt. Die haben damals gefragt, warum sagt er gerade jetzt das? Jetzt sind ja Gott sei Dank einmal wir dran. Und ich habe das aber dann gemerkt, habe ihn ja einige Monate später als Außenminister abgelöst und habe mir das eigentlich auch fast zu meinem Prinzip gemacht und konnte das auch wirklich auch dann selber noch erfolgreich umsetzen. 1998 in der österreichischen Präsidentschaft habe ich die ersten Beitrittsverhandlungen mit den Mittel- und Osteuropäern eröffnen können. Und 2004 als Bundeskanzler haben wir 10 neue Länder aufgenommen und 7 noch im 1. Jänner, noch in meiner Amtszeit, auch noch Bulgarien und Rumänien. Also das war schon eine ganz bewegende Geschichte. Österreich konnte bereits im zweiten Halbjahr 1998 den Vorsitz im Europäischen Rat führen. Damit stand Österreich als erstes der neu beigetretenen Länder an der Spitze der EU-Politik. Die österreichische Regierung unter Bundeskanzler Viktor Klima und Außenminister Wolfgang Schüssel war bemüht, Konflikte zu vermeiden und Kompromisse zu finden. Wichtige anstehende Themen waren die Umsetzung der bevorstehenden Währungsunion, die Agenda 2000 oder die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Auf dem Ratstreffen der EU-Regierungschefs in Börtschach wurde der informelle Grundstein für eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gelegt. Alles in allem attestierte man dem österreichischen Vorsitz, dass dieser dementsprechend gut organisiert war, und einmal mehr wurde die österreichische Gastfreundschaft hochgepriesen. Im ersten Halbjahr 2006 hatte Österreich zum zweiten Mal den Vorsitz des Europäischen Rates inne. Allerdings war dieser sehr stark von den Vorbereitungen für die im Herbst anberaumten Nationalratswahlen überschattet. Abgesehen davon hatte man versucht, die Frage der europäischen Verfassung wieder aufleben zu lassen, nachdem die Reflexionsphase zu Ende gegangen war. Allerdings konnte man hier ebenfalls keine Ergebnisse erzielen, außer diese heikle Frage erst wieder im Jahr der Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 thematisieren zu wollen. Auch hinsichtlich der Frage nach der europäischen Identität versuchte man unter österreichischer Präsidentschaft eine Antwort zu finden. Die Auftaktveranstaltung im Jänner 2006 in Salzburg stand erstmals unter besonderer Betonung der kulturellen Identität Europas. The Sound of Europe. Ein Höhepunkt der Ratspräsidentschaft, überschattet durch die Geflügelpest Vogelgrippe, war das Gipfeltreffen von EU und USA am 21. Juni 2006. José Manuel Barroso, Javier Solana und Wolfgang Schüssel trafen mit George Bush in Wien zusammen. Inhalt der Gespräche war die Gestaltung der zukünftigen Partnerschaft beider Großmächte. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, einige Dinge gemacht, also weniger das Kochen. Das ist ehrlich gesagt auch nicht so im Zentrum gestanden. Obwohl wir natürlich, versucht auch jeder natürlich seine Produkte ein bisschen zu propagieren. Das haben wir auch gemacht. Aber wir haben vor allem geschaut, dass wir Themen, die uns wichtig erschienen sind, die aber früher ziemlich unterbelichtet waren, stärker in den Vordergrund gerückt werden. Also wir haben zum Beispiel im Jänner in Salzburg mit einer eigenen Konferenz, wir nannten es Sound of Europe, also nicht Sound of Music, sondern Sound of Europe. Wir haben aber gewusst, das ist eine Assoziation, gewählt und haben einen riesen Kongress mit vielen Staatsoberhäuptern, Regierungschefs, Kulturministern und Kulturschaffenden zum Thema Kultur in der Europäischen Union gemacht. Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass das überhaupt thematisiert wurde. Hannon Kur war dort, Makaris, der berühmte griechische Schriftsteller, war dort. Wir haben eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Beiträgen gehabt. Und ich glaube schon, dass die Kultur im Zusammenhalt Europas eine ganz große Rolle spielt. Ich finde, das ist ein Thema, das zu Unrecht unterbelichtet ist. Oder wir haben die allererste und ich glaube auch bisher die einzige Subsidiaritätskonferenz gemacht in St. Pölten. Weil eine Zeit lang hat es wirklich so ausgeschaut, als ob immer mehr zentralisiert wird, immer mehr Kompetenzen abgesaugt und nach Brüssel verlagert werden. Und das stört natürlich auch viele Bürger und auch viele Politiker, die sagen, ja, irgendwas wollen wir selber auch noch entscheiden können und dürfen. Die wichtigen Sachen, selbstverständlich, Währungsfragen, außenpolitische Fragen, Handelsfragen international, das kann man nur auf Gesamtebene lösen. Oder Verteidigungsthemen, um ein heikles Thema zu nehmen, Außenpolitik. Aber viele andere Dinge, die muss nicht Brüssel regeln. Nicht? Warum sollen die Glühbirnen von Brüssel aus verboten werden? Rauchverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder bestimmte Naturschutzbestimmungen. Natürlich gibt es überall Lobbys, die ganz gern unter Umgehung nationaler Institutionen dann in Brüssel anklopfen und sagen, das hätten wir gern. Aber das ist irgendwie eine Fehlentwicklung. Konzentration auf die wichtigen Fragen, das soll Europa machen, und vieles andere im Vollzug, in der Entscheidung, könnte durchaus national oder vielleicht sogar eher regional geregelt werden. Da könnten durchaus auch die Bürger direkt das eine oder andere mitbestimmen können. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Also das war so eine ganz interessante Geschichte. Wir haben damals auch den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, Skouris, bei uns gehabt, ein Grieche. Und das war eine wirklich offene Diskussion. Zum ersten Mal sind da halt auch kritische Argumente verwendet worden, die vielleicht auch eine gewisse Wirkung entfaltet haben. Also natürlich die ganz großen außenpolitischen Themen mit Bush, Guantanamo, der Irakkrieg, mit Putin, die ungelöste Kosovo-Frage,
mit den Amerikanern hat es eine ganze Reihe von wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen gegeben. Wir haben das ganze Budget erst finalisieren müssen, das die Briten nicht zustande gebracht haben. Mhm. Also das Budget von 2007 bis 2013 haben wir eigentlich fertiggestellt. Mhm. Wir haben die Dienstleistungsrichtlinie zustande gebracht auf europäischer Ebene, dass wirklich auch Berufe, freie Berufe überall in der EU arbeiten können, wenn sie die Qualifikation national dazu haben. Wir haben beispielsweise eine ganze Reihe von Themen auf die Tagesordnung gesetzt, auch in der Außenpolitik. Ich war der Erste, der bei der NATO eine Rede gehalten hat und gesagt hat, wir müssen eine engere Koordination und eine bessere Zusammenarbeit als Europäische Union und NATO finden. Also wir haben da, glaube ich, schon ein paar ganz spannende Dinge angestoßen, die ja zum Teil auch bis heute nachwirken.